Kirtan, Mantra singen, Quintessenz. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über Kirtan. Also jetzt kein Kirtan singen, dafür gibt es genügend Videos und Audios auf unseren Internetseiten und auch als Podcast. Jetzt ein paar Worte über Kirtan. Ich gehe davon aus, du bist vertraut mit Kirtan. Kirtan heißt Singen von spirituellen Liedern. Kirtan ist Teil der 9 Formen von Bhakti Navaratna. Kirtan ist vielleicht die einfachste Weise, göttliche Gegenwart zu spüren. Der Mensch ist ein singendes Lebewesen. Mensch moduliert seine Emotionen durch das Singen, verbindet sich mit anderen. Und besonders leicht ist es, göttliche Gegenwart zu spüren, wenn du Kirtan singst. Es gibt verschiedene Formen von Kirtans. Kirtan in einem engeren Sinne ist das Singen von Mantras. Kirtan im engeren Sinne ist auch der Wechselgesang, neudeutsch Call and Response genannt. Das heißt, einer singt vor und die anderen singen nach. In einem weiteren Sinn ist Kirtan Singen von spirituellen Liedern jeder Couleur. In Indien wird oft Sanskrit gesungen, manchmal aber auch auf Hindi, auf Bengali oder was auch immer die lokale Sprache ist. Bei Yoga Vidya singen wir gerne Kirtan im Rahmen der Satsangs. Dort gibt es zunächst mal den Jaya Ganesha Kirtan, wo verschiedene Mantras aneinandergereiht sind. Dann gibt es kurze Kirtans und längere Kirtans werden auch als Bhajans bezeichnet. Bei Yoga Vidya verwenden wir das Wort Bhajan, bedeutend als längere Lieder, die man zusammensingt, also nicht im Wechselgesang. Bei Yoga Vidya singen wir aber auch spirituelle Lieder anderer Traditionen, manchmal auf Englisch, manchmal auch in anderen Sprachen. Wenn man das gleiche Mantra wieder und wieder wiederholt, dann ist es Akanda Kirtan. Wenn man es mit anderen singt, ist es Sang Kirtan. Wenn man mit vielen Menschen zusammen das singt, über längere Zeit, dann ist es eine Kirtan Mela. Wenn man prozessionsartig durch Straßen geht und Mantra wiederholt, wie es in Indien üblich ist, dann ist das Naga-Kirtan, Schlangen-Kirtan. Und dann gibt es natürlich für jeden Tag der Woche spezielle Kirtans. Montag gilt als Shiva-Tag, Dienstag Subramanya und Ganesha-Tag, Mittwoch ist Krishna-Tag, Donnerstag ist der Guru-Tag, Freitag ist der Devi-Tag, also von Durga, Lakshmi, Kali, Saraswati, Shakti, Tripura Sundari, Raja Rajeshwari. Samstag ist Hanuman-Tag, Sonntag ist Vishnu- und Rama-Tag. Ähnlich wie im Shivananda Ashram Rishikesh halten wir das bei Yoga Vidya nicht so strikt. Aber wenn du regelmäßig kommst, wirst du schon merken, dass montags etwas mehr Shiva-Kirtans gesungen werden, dienstags eventuell häufig ein Subramanya-Kirtan, mittwochabends ein bisschen mehr Krishna-Kirtan, Donnerstag Guru, Freitag Devi, Samstag ab und zu mal Hanuman und Sonntag Rama und Vishnu und manchmal Surya-Kirtans. Wenn du eher Vaishnava bist, dann würdest du mehr Vishnu-Mantras und Krishna- und Rama-Mantras wiederholen an jedem Tag und so weiter. Aber genug der Worte. Am besten würdest du jetzt schnell umschalten und einen Kirtan singen oder einen Kirtan hören. Und ich werde vielleicht schließen mit einem Om Namah Shivaya Kirtan. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. 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 Mehr Kirtans findest du ja auch auf unseren Internetseiten. Wir haben ja bei Yoga Vidya ein umfangreiches Kirtanheft und praktisch jeder Kirtan gibt es auch im Internet mit Transkription, Sanskrit, wissenschaftliche Transkription, Aussprachehilfe, Wort-für-Wort-Übersetzung, Audio und Video dazu, sodass du also die Fülle von Kirtans auch
selbst erfahren kannst. Wir haben auch auf YouTube einen Kirtan-Kanal, Mantra, Kirtan und Bhajan, Mantra Chanting, Kirtan und Bhajan. Und dort findest du jede Woche mindestens ein Kirtan-Video. Und es gibt auch den Mantra-Podcast von Yoga Vidya, wo seit 10 Jahren jede Woche ein neuer Kirtan veröffentlicht wird. Also müsste man inzwischen über 500 veröffentlichte Kirtans haben. Also genügend Material, um deine Bhakti, deine Herzensliebe zu öffnen und Gott zu erfahren. Alle diese Kirtans findest du auf unseren Internetseiten. Natürlich das Schönste ist, mit anderen zusammen zu singen. In den Satsangs, in den Yoga-Vidya-Zentren gibt es auch immer Kirtans. Und in Yoga-Vidya-Ashrams gibt es jeden Tag mindestens 2-mal im Rahmen des Satsangs Kirtan. Und manchmal gibt es Kirtan-Wochenende oder auch Musikfestivals, Experience-Festival, wo den ganzen Tag verschiedene Mantras gesungen werden, Kirtans gesungen und getanzt werden. Alle Infos auf www.yoga-vidya.de.